Hey Leute, wir haben in dieser Folge einen weniger spannenden Talk, aber dafür eine spannende Performance-Änderung am Server. Wie ihr seht, die IP ist immer noch 192.202.17.134, aber wenn wir uns jetzt hier drauf connecten, dann verwenden wir den Server mit der IP oder mein Server, der im Rechenzentrum steht, nur als, sagen wir mal, als Hop. Und eigentlich springen wir hier und auf meinen Laptop, der bei mir hier neben mir steht. Sprich, wahrscheinlich leidet die Ping ein bisschen darunter und auch an sich die ganze Network-Performance, aber man sieht, es läuft noch gut. Aber mein Laptop, der hier neben mir steht, ist deutlich performanter als der Server. Also sollte der Minecraft-Server selber deutlich schneller laufen. Und das ist jetzt mal hier ein Test. Und wie man sieht, geht das Blöcke abbauen wieder super schnell, ohne jegliche Verzögerungen. Es ist natürlich keine Dauerlösung, weil das ist nur ein Laptop, der hier bei mir steht und kein richtiger Server. Aber so können wir wenigstens mal debuggen, dass das ein Server-Performance, ein Hardware-Mangel ist, der hier diese Lags verursacht. Ist natürlich das, was ich befürchtet habe, und ist sehr schade. Schauen wir, ob ich meinen Server upgraden kann, was sich da machen lässt. Oder ob ich irgendwie meinen Laptop hier als Dauerserver bei mir laufen lassen kann. Das ist natürlich auch eine Option. Da ist natürlich immer das Risiko, dass die Uptime eventuell gefährdet ist und dass mein Laptop hier mal ausgeht oder hier mal irgendwas abschmiert und dann, naja, ist halt eben kein Server, sondern ein Laptop. Genau, der hängt auch nur bei mir zu Hause am neuen, am Heimnetz. Okay. 9 GB. Was steht da virtuell? 9 GB. Ah, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ich habe dem jetzt genauso viel RAM gegeben wie auf dem Server. Ich weiß nicht, was virtuelle Memory bedeutet. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall läuft jetzt wieder alles gut. Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich ein bisschen so laufen lassen. Und ja, vielleicht, also das ist eigentlich nur ein Kurzzeittest jetzt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal einen Langzeittest mit meinem Laptop als Server hier. Da werden wir mal sehen. Okay, so viel zu den angekündigten Performance-Verbesserungen hier auf dem Server. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal das heutige Video. Und zwar ist es von der Linux Foundation, the Fossology Project, Open Source Software for Open Source License Compliance von Anupam Ghosh. Ja, Link ist wie immer in der Beschreibung. Work with Siemens Technology in India and work as a team lead. I'm a maintainer and developer of Fossology. So today I'm going to talk about Fossology as an open source software for open source compliance. So the overview is I'll give a brief introduction of Fossology, why we need Fossology such a tool, and what the Fossology building blocks are, what all they are in Fossology, and at the end we'll conclude it. So I think all of we are familiar with this screen, which gives you a legal notice. What is this actually? So before you, whenever you install a software, you need to proceed, you need to accept the legal notices. So all software that are distributed, it comes with certain set of licenses, copyright statement involved, and disclaimer. All those things are
are inherited part of a software in the licensing text. So we need to find the license text. We need to find the reference to the licenses. Written text, it may be not exact text, it may be a written text explaining the licensing and the license relevant text. Why you need to find this? That's important. So nowadays, we use a lot of open source software, and the problem is the license proliferation. What is this? So what we do exactly, we use license software, we use licenses. We use software to build another software, and the problem here is multiple software, when you reuse, those software are actually built with some other licenses. So we need to take care of the license compliance here. We need to find out the license has been used inside the software that we are using or reusing. So this is an example of Apache Thrift. Apache Thrift is licensed under Apache 2.0 license. So though Apache is a very homogeneous license, but if you scan this Apache Thrift Fossilogy, then it will give you 25 odd licenses. Okay, so that means that you have another 25 licenses inside Apache Thrift license. So what is Fossilogy? Fossilogy is basically a web server for license and copyright compliance software component. So Fossilogy was started in the year of 2008. It's licensed under GPL. It's a Linux Foundation collaboration project. Web server based command line interface. It provides you the scanning agent for license and copyright to relevant statement. It's a multi-user, multi-tenant web UI. On the right hand side, you will be able to see that the different layers that Fossilogy uses. It uses Postgres SQL as a database, and we use C++, PHP as the business, to write our logic, and on the UI part is built on PHP, Twig and jQuery. So this is workflow, how Fossilogy works. Fossilogy workflow starts with when you upload a package into a Fossilogy. What do you mean by package? Package are the software libraries, the open source libraries that you have. When you upload it with a Fossilogy, then you can start the agents. And when you start the agent, you can choose it, license, copyright, ECC scanner, all those things you can choose. Once the scan is completed, it's ready for clearing. That means the clearing person can now review the content of the package. And once the clearing process is done, they can generate a report. There are various format of reports are supported, like Word, SPDX. I'll go through them one by one. So here is one more flow here. SW360 is a component management portal. From there also you can directly upload software packages to Fossilogy. So this is the very same flow that we saw in the last slide. You can upload a OSS package in Fossilogy, then it goes for a review process, which is called clearing process, and then you can generate a report based on what has been done on the, to review what has been done on the clearing side. So I have added a couple of slides yesterday, so it may not be there in the actual slides, but I'll upload this after the presentation. So Fossilogy has two main agents. It's called Monk and Nomos. So Nomos is mainly your keyword, and it uses regex, and Monk is basically more text matching kind of thing. So when you go from Monk to Nomos, it gives you the flexibility, but the precision increases when it comes from Nomos to Monk. So this is also a snapshot taken from the Fossilogy UI page. So when you upload a package, here is Zlib has been uploaded in Fossilogy. It scans the package. It has scanned it's showing all the relevant license information. If I had some time end of the session, then I'll give you a demo so that you can see how the tool works. There is one more scanner in Fossilogy that's called Bulk Scan. What it does?
Basically, I'm talking about two licenses, Nomos and Monk. So we have so many open source licenses available. So it's not possible that a scanner may always hit the right license at the right time. There may be a possibility that there is a new license. You may found a new license. So how to handle those situations? Infosology gives you the bulk option where you can get the relevant text from the source file and mark as a bulk scanning agent, choose a relevant license from the list and scan it for the whole package. So in bulk, you can also add or remove licenses. So what are the new features in Infosology? The SPDX import. So what happens? Means it may happen sometime that some packages have been reviewed or some packages have already been seen, but you want the report for that library. So if someone comes and give you a SPDX file, so Fossilogy gives you the option to upload that package into Fossilogy and review that file. Okay, so once you upload that package and review, you can So in this slide, you can see the first option where you need to choose the package. Is this jetzt ein Werbevideo für Fossilogy hier oder was? The package. For example, you got a PDF file for Zlib. Now the you can select the Zlib package. Fossilogy develop its okay. It will show you that file. Okay, ich bin mir sicher, das ist ein ganz tolles Tool, aber ich werde es niemals verwenden. Okay, ich muss leider den Talk hier abbrechen, weil das ist mir zu hart. Die Soundqualität tut einfach nur weh. Schauen wir mal, ob es noch ein Video gibt. Okay, ja, also sind es durch mit allen Lizenzvideos, die auf meiner Liste standen. Ja, dann gibt es halt erstmal jetzt kein Video, oder? Ich kann ein bisschen Free Music Archive pumpen, ha? Das wäre es auch, aber ja, lass mal das. Oder? Ja, erstmal ein bisschen Stille genießen. Bevor ich mir wieder die Ohren bluten lasse. Okay, aber hier. Mein Plan ist es, die Kühe so ein bisschen wieder zu vermehren, dass der Server wieder an seine Grenzen kommt, um dann mal zu schauen, wie viel mein Laptop wegstecken kann im Vergleich zu ja, dem Server. Das ist nicht der Laptop, auf dem ich spiele, by the way, das ist der Laptop hier nebendran, also der hat nur den Minecraft-Server hier zu handeln, kein Minecraft-Client und natürlich den Browser, auf dem ich immer die Videos schaue. Genau, so viel zur Auslastung von dem Gerät. Wobei mein Server natürlich tausend andere Sachen am Laufen hat und ist natürlich nicht ganz fair, aber ich glaube, auch wenn nichts anderes auf meinem Server laufen würde, hat der halt einfach nicht so eine starke CPU wie mein Laptop. Die Single-Core-Performance ist natürlich ganz eine wichtige Sache hier. Und an sich hat auch mein Laptop mehr Cores. Nur zwei Cores mehr, aber ich denke, das ist eher die Performance auch von den einzelnen Cores, die hier einen großen Unterschied macht. Okay, ja, die Frage ist halt, ob wir jetzt in einer Folge schnell mal hier die Kühe auf wieder so ein hohes Level bekommen können. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann auf jeden Fall mal die ganzen Diamanten hier holen, die ich sonst mal liegen habe lassen, weil ich keine Fortune Pickaxe dabei hatte. Fortune, die Sick Touches hier.
was enchanten sollte ich wahrscheinlich auch bald mal, um Level zu sparen. Ja, die Frage ist, ob ich die Larve überhaupt noch brauche hier, weil die Farm ist ja fertig, ne? Also eigentlich kann man die Larve hier verwenden, um Obsidian abzubauen. Und Obsidian ist natürlich praktisch für den Nether, um da auf dem Nether rumzulaufen und irgendwo vielleicht doch eine Base zu bauen. Aber ich denke nicht, dass ich mich irgendwo niederlassen will. Das ja, vor allem gerade so Spawn fern niederlassen ist eigentlich echt langweilig. Ich denke, ich will wieder zurück zum Spawn gehen und da ein bisschen Radau machen, bisschen Fallen bauen oder alles platt schießen mit meinen TNT Duping Flying Machines. Ja, irgendwie die ganzen neuen Bases ausrauben. Ja, bisschen Radau machen. Ich habe irgendwie nicht Bock, mich irgendwo niederzulassen und friedlich was aufzubauen. Also, keine Ahnung, was der Plan hier für die Lava ist. Obwohl natürlich Obsidian ist immer auch lustig für, wenn man, naja, Leute am Spawn trollen will oder wenn ich irgendwas in sich am Spawn bauen will. Oh, eine Sache wollte ich auch noch testen, inwiefern Vanilla das unterstützt, dass man im Spawn Radau macht. Also wenn man jetzt irgendwie den ganzen Spawn voller Lava macht, ob der Spawnpoint dann so gesetzt wird, dass man nicht in der Lava spawnt, also ob man so weit weggeschoben werden kann, dass das nicht alles in Lava gecovert werden kann. Das weiß ich nicht, das hoffe ich natürlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass das früher so war. Das ist auch schon eine Weile her, wahrscheinlich vor 10 Jahren oder so, dass man einfach, keine Ahnung, man immer im selben, exakt selben Punkt gespawnt ist, dass man einfach so ein 2x2 Lavabecken machen konnte und dann der Spawn am Sack war und die Welt eigentlich verloren. Ich weiß noch, wie das ein Ding war. Eigentlich voll krass. Also wie mit einem Missgeschick, mit einer falsch gesetzten Lava, die sich dann ausbreitet, hat man eigentlich die Welt komplett verloren gehabt damals. Ja, unvorstellbar. So schlimm ist es heute nicht mehr, das weiß ich auf jeden Fall. Also es gibt ein bisschen, es gibt eine gewisse Spawn-Region, aber ich weiß nicht, wie groß die sich erweitern kann und ob man das alles in Lava eindecken kann. Sollte ich mal testen, weil sonst braucht es ja wirklich doch irgendwie eine Form von Plugins oder Moderation hier, wenn man das, naja, wenn man neuen Spielern die Möglichkeit geben will, auch hier zu joinen oder ja, also das sollte natürlich schon garantiert sein, dass man hier den Spawn verlassen kann. Woher die ganzen Mobs hier kommen, weil es eigentlich doch recht gut ausgeleuchtet ist. Was wahrscheinlich meine Brightness, wenn man die hier wieder runtercrankt, dann sieht man schon, dass es hier ein paar dunkle Flecken gibt. Aber trotzdem dachte ich, dass das reicht. Tut es offensichtlich nicht. Ich
selber, dass das, ich glaube, das ist der Default-Wert, dass man so spielen kann. Ich meine, man sieht schon was und so, aber Junge, Junge. Ja, also irgendwie ist hier, glaube ich, doch deutlich mehr Licht hin. Ich sehe schon kommen, wie mir hier der ein oder andere Creeper wieder um die Ohren fliegen wird. Der fliegt mir ja drüben schon die ganze Zeit um die Ohren, wo es eh so ausgeleuchtet ist. Also will ich mir gar nicht erst ausmachen, wie das hier dann abgeht. Okay. So, Ziel der Folge ist natürlich hier die Auslastung des Servers testen. Wie weit kann mein Laptop gehen? Einen Stein würde ich eigentlich woanders reintun. Und zwar hier hin. Auch ich den eigentlich nie verwenden werde. Aber ein bisschen Holz wieder, um ein paar Kisten zu machen. Ja, es wird dann doch langsam hier irgendwie zu so einer Base, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte mich nur temporär niederlassen und dann eine Flying-Maschine bauen. Aber dann bin ich in die Luft geflogen und habe alles verloren und deswegen habe ich schnell alles wieder hergestellt und beim Sachen wiederherstellen habe ich mir halt mit dem Bau der Goldfarm die Zeit verschlagen, während ich all die Sachen wieder hoch entschartet habe. Aber eigentlich habe ich jetzt ja wieder eine Rüstung gut entschartet. Könnte eigentlich ja weiterziehen. Aber naja, irgendwie bin ich jetzt hier hängen geblieben. Wisst Bescheid. Passiert den Besten. Naja, und das Ganze war ja eigentlich nicht als Commentary-Serie geplant, deswegen. Keine Ahnung, ich bin kein Let's Player. Bin ich etwas lost hier gerade. Ohne Berieselung im Hintergrund. Ist natürlich auch deutlich weniger lehrreich für mich jetzt hier. Aber so ist es halt jetzt. Man da überhaupt ein paar Kisten raus? Ja, ein bisschen. Okay. Da kann man ein bisschen Stein rüberlagern. Durch den hier. Weg damit. Ja, ist schon immer krass, wie schnell sich die Kisten so füllen. Mit allem möglichen Kram. Okay, ja. So, ich habe irgendwie richtig Lust, jetzt mal aufzubrechen, aber irgendwie wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wie der Server so performt. Ich weiß nicht, wie gut das meinem Laptop gefallen würde, wenn ich den mal einfach so eine Woche laufen lassen würde, so über die Nacht.
den Bildschirm ausmachen und so. Ich weiß nicht, also falls da jemand sich besser auskennt und weiß, ob das eine gute Idee ist, den Laptop als Server zu verwenden, dann sagt mir Bescheid. Aber es ist ja eigentlich auch keine Langzeitlösung, ne? Also mal so ein paar Wochen geht es schon, aber jetzt über Jahre meinen Laptop hier laufen zu lassen, vielleicht bräuchte ich da mal extra Hardware für. Und selbst dann, keine Ahnung, hin und wieder zieht man ja dann doch mal um, hat mal eine Internet-Downtime und sowas. Und da ich diesen Server eigentlich nicht aktiv maintainen will, ist das eigentlich keine gute Option. Wenn ich dann in ein paar Jahren wirklich nie mehr hier auf dem Server vorbeischaue, würde ich auch nicht merken, wenn der einfach aus ist. Oder beziehungsweise nicht sehr schnell merken, dass der aus ist. Und ja. Ist natürlich unpraktisch. Und ich meine, so groß ist die Goldfarm ja gar nicht. Und es ist eigentlich alles noch völlig legitim hier, was ich mache. Wenn man dann erstmal in die Hardcore-Usage geht, dann wird das mein Server ja gar nicht mehr wegstecken. Das ist natürlich sehr schade. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was diese Kühe da in der Ecke so toll finden, aber irgendwie scheinen die da immer stecken zu bleiben. Und ja, interessante Sache. Leute, ihr merkt schon, ich bin ziemlich lost hier, was dieses Commentary angeht. Ich weiß auch gar nicht, wen ich gerade hier versuche zu entertainen. Diese Videos haben im Durchschnitt, keine Ahnung, 0,5 Aufrufe und eine Watchtime von 20 Sekunden. Also, ja, so viel dazu. Okay. Ja, ich denke, das dauert dann doch wohl länger als eine Folge, hier die Kühe wieder auf voll zu bekommen. Ja, der erwischt. Locker nicht, oder? Okay, ja, dann
so. Ach so, ja, ich wollte den Weizen zu den Kühen legen. Okay, so, dann kann man mal was nachencharten an der Rüstung. Ja, also, eigentlich braucht man alles nochmal. Die Tools gleich mitnehmen. Brustpanzer, Helm. Immer beste.
schon immer ein bisschen, bis man Level 30 wieder wird. Ja. Ich habe das Gefühl, bei Schildkröten geht es schneller mit der Paarung als bei. Als bei Kühen. Also Kühe sind ja anders lahm, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist schon krass. Ja, hier braucht nämlich der Prozess nur 50% von der CPU und nicht 170 oder 200 irgendwas. Also das sieht schon deutlich gesünder hier aus. Ah, jetzt springt er auf 130 hoch, okay. Aber durchschnittlich haben wir hier eher 50% Usage. Ja gut, es ist natürlich auch niemand online hier, aber ich denke, dass ich hier doch am meisten CPU brauche mit den ganzen Tieren und Farmen und was auch immer. Das ist doch interessant zu sehen. Flup, flup. Okay, so, was kann man hier? Protection 3, Efficiency. Naja, Unbreaking ist dann doch immer gut bei so Helmen. Boah. Man kann natürlich auch mal testen. Ist ein Unterserver, Lobby-Server? Ja, das ist weiter unten, gell? Ich wollte hier oben eh meine Türen machen. Okay. Schauen wir mal, was die da ins P geben. Ja, richtig abgehen tut es ja auch nicht, ne? Ist das viel Rotten Flash. Flash, Alter. Ja, das ist ja hart. Ja, da bräuchte ich am besten irgendwie einen Villager, der das traden kann oder so. Weil damit kann man ja wirklich nichts anfangen. Zu machen.
ganz nice eigentlich. Ja, die hier auch mal sammeln zu lassen, ist natürlich auch ein guter Test für die Performance. Umso mehr Mobs wir haben, umso besser können wir hier schauen, was der Server so aushält. Ja, nein, also die CPU-Auslastung sieht ja deutlich besser aus. Obwohl man auch, naja, auch auf dem Server spielen konnte. Also auf meinem. Boah, hey, wie soll ich die denn unterschiedlich nennen? Auf meiner Kartoffel im Rechenzentrum hatte man auch eigentlich gute Spielexperience, selbst wenn die CPU auf über 100% Auslastung war. Also pro. Das heißt, über 100 macht gar keinen Sinn, aber ihr wisst schon, ne? In HTOP, wenn da bei CPU-Usage über 100 steht, ne? Es geht halt dann auf mehrere Kerne oder wie auch immer ich mir das vorstellen kann. Ne, eigentlich sind es ja mehrere. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Wert über 100 gehen kann und wo das Sinn macht, aber kann er auf jeden Fall. Und selbst wenn er das getan hat, dann lief das Server auch noch gut. Nur manchmal, als er das getan hat, lief halt nicht mehr gut. Aber eigentlich konnte man das genau aus den Zahlen nicht auslesen. Aber eine gewisse, naja, einen gewissen Zusammenhang hat man schon hier, ne? Also wenn die jetzt nur bei 48 ist, obwohl hier alles fett am Laufen ist, ja, dann sieht man schon, dass mein Laptop deutlich performanter ist, was ja auch zu erwarten war. Aber ich weiß auch nicht, was der Point von meiner langen Rede gar keinen Sinn war. So leise Flugzeuggeräusche, also wenn jetzt hier nicht fett das Gebläse von meinem Laptop an wäre, dann würde man den auch noch mehr hören. Also das ist ein bisschen nervig, wenn ich den nachts am Laufen habe. Ja, da muss ich mal schauen, was sich da machen lässt, was da was es da an Möglichkeiten gäbe. Aber naja, momentan bin ich hier der einzige Power-User, das heißt, wenn ich nicht online bin, läuft der Server eigentlich auch fein. Aber ja, es wäre schon schön, wenn ich damit skalieren könnte. Aber im Falle von mehreren Usern, vielleicht kann man dann da auch mehr Geld reinstecken hier einfach, weil es dann mehr Sinn macht. Oder vielleicht finden sich sogar Donations, wobei das natürlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Der bräuchte es schon deutlich mehr Spiele. Aber da die Werbephase eh nicht so krass läuft, denke ich, wird es eben ein kleiner Server bleiben, der dann wahrscheinlich auch mit der Performance hier gut kommt. Und wenn man dann mal hier ein bisschen selber Power-Usern will, dann ja, kann man das schnell über den Laptop routen. Oder wie heißt denn das? Keine Ahnung, was der Fachbegriff ist, aber es läuft auf jeden Fall jetzt über meinen Laptop, über die IP-Adresse von meinem Server, damit die natürlich unverändert bleibt. Das wäre natürlich nervig, wenn sich die IP-Adresse ändern würde. Wäre natürlich nicht sehr vorteilhaft für die Nutzer. Und außerdem habe ich hier auch keine statische IP-Adresse bei mir zu Hause, weil in Deutschland, naja, die kosten ja extra in den meisten Verträgen. Und so money rich bin ich jetzt nicht. Das Geld stecke ich lieber in meinen Server. CPU übersteigt die 50 nicht. Das ist echt stabil. Stabile Sache.
scheiße gedroppt, kann es sein? Ah, nee, die Nuggets. Die Nuggets habe ich im Inventar. Okay. Ja, dann ich mal. Ups. Ich kann man hier drei Kisten hin machen. Das ist eine bessere Idee. Aber die funktioniert recht gut, die Farben. Also ich bin echt überrascht, weil normalerweise, wenn ich irgendwas baue, funktioniert es immer gar nicht. Selbst wenn ich es aus YouTube nachbaue, ist es immer ein Kampf. Aber das hat dann doch sehr gut geklappt hier. So. Ich sollte nur am Ende dann... wenn ich wieder zurück zu meiner rechten Seite mit Kartoffel wechsle, nicht vergessen hier alles zu töten, weil sonst schmiert das ja wahrscheinlich komplett ab. Ja, ich weiß, das ist ein super Werbevideo, in dem ich die ganze Zeit darüber rede, wie scheiße meine Hardware im Rechenzentrum ist. Aber was habe ich da? 6 Core, wie viel RAM habe ich? Ich weiß nicht, 6 GB, 8 GB, sowas. Aber die Single-Core-Performance ist halt echt nicht so stark auf dem Server. Also es ist jetzt kein schlechter Server, ne? Aber es ist halt auch kein guter Server, es ist halt so ein Medium-Server. Okay. Wahrscheinlich sollte ich mal Bedrock Edition hier in C++ aus. Ich weiß gar nicht. Hat man die Bedrock Edition muss man nochmal kaufen, wenn man die Java Edition hat, oder? Die ist auch so ein bisschen mehr Windows und XP, Xbox, nicht XP, gebunden, ne? Also so, ich weiß nicht, läuft die Bedrock Edition auf Linux überhaupt? Ich wage das zu bezweifeln, und wenn die auf Linux nicht läuft, dann kriege ich ja sowas von raus. Aber eine bessere Performance wäre schon mal eine gute Sache. Kühe werden langsam, also noch ein, zweimal breeden, sagen wir dreimal und dann sind es viele. Noch zweimal und dann sind es medium und dann werden es viele. Würde ich jetzt mal so grob schätzen, und dann, wenn der Server dann noch gut läuft, dann bin ich beruhigt und habe wenigstens einen Fallback-Laptop hier, der dann echt einiges wegstecken kann. Holz. Ich habe doch sicher irgendwo noch so ein Stack Holz liegen. 7. Ist nicht ganz der Stack, in dem ich geredet habe. Boah, was habe ich mir jetzt ins Inventar geholt? Den Spaß. Hier war so ein Stack.
So, das wird doch langsam hier. Nicht so weit hoch. Ja, jetzt haben wir 50, 49, ja, okay. Ja. Jetzt kommt der Server langsam ins Schwitzen, habe ich das Gefühl. Oh. Ich kriege ja auch keinen Fallschaden. Oder habe ich welche getötet und dann nicht? I don't know. Ich bin doch auch ganz zufrieden mit der Effizienz dieser Farm. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Zeug rauskommt. Ich dachte, da muss man echt nächteweise AFK sein und dann, um da fette Erträge zu bekommen. Aber das ist ja schon nicht schlecht. Ich meine, ist ja fast schon ein Stack Gold. Goldbarren. Und ja, da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich nicht beschweren. Oh. Natürlich auch ein Diamant. Wo sind wir denn hier? Oh, das war mein altes. Nee. Ich habe keine Ahnung, was. Ach, das ist auf der anderen Seite. Mein alter Safe Room. Da wird jetzt der auf der anderen Seite genutzt, wo mein Feld dran hängt. Interessant. Hier rausgekommen. Ja, das ist kritisch. Okay, da muss ich nochmal das Video jetzt hier anwerfen. Die musste man doch da irgendwie reinschieben und jetzt, wenn die Farm an ist, ist das natürlich nervig. Das ist natürlich eine Unannehmlichkeit. Ich habe es natürlich Stück für Stück wie im Video nachgebaut. Und diese alle Hopper zeigen in diese eine Kiste. Ich bin auch so ein Idiot. Null mitgedacht. Ich nicht mal so getan, als hätte ich mitgedacht. Man setzt erst die Minecarts und dann schiebt man die Blöcke da drauf oder was irgendwie war das? Okay, man packt die da so rein. Und dann, ja, und dann runterschieben.
craftet man die? Okay, 18. Okay, er muss aber die ganze Konstruktion hier wieder. Alles aus seiner Hose im Inventar. Warte, liegen jetzt da viele Items rum? Ja, schon ein bisschen. Schon schade um die Items. Okay. Wo kommen denn diese Mobs her? Sind die von hier? Eigentlich ist hier hell. Sup. Okay, mal sehen, ob da eine Hose drin ist. Unbreaking, ja, nehmen wir. Ist halt wirklich nur... Ach, da war die Hose. Jetzt habe ich zweimal so eine scheiß Unbreaking-Hose. Yeah. Nicht mein bester Move. Okay. Jetzt muss ja alles wieder weg hier, ne? Brauche ich wahrscheinlich einen Redstone-Block oder alles. Oh ja, hier brauche ich auch Treppen. Okay. Das macht Sinn. Thank you.
Oh ja, die brauche ich natürlich wieder hier. Ich weiß nicht, wofür die waren, aber sicher wichtig. Schienen, Trapdoors. Haha, wie waren die jetzt? Also ich will das Video weitermachen. Da waren Half Slabs oben, oder? Oder waren da ganze Blöcke oben? Wie hat das funktioniert? Ah ne, ganze Blöcke und darunter die Trapdoors. Okay. Ich könnte man da ein Glas hin machen. Das wäre ganz schön, oder? Nee, aber Glas ist nicht so stabil. Aber man könnte sowas hin machen. Das ist das stabile Glas. Aha! Geiler Name, CXAD. Das klang jetzt ironischer, als ich das intended habe. Ich finde den Namen echt geil. Okay, dann werde ich das jetzt mal aufmachen und hoffe, ich sterbe jetzt nicht irgendwie richtig blöd. Ah ja, da ist noch das Teil. Aha, komme ich da ran? Ja. Okay. Schlecht. Aber so viele sind es gar nicht. Das lief doch jetzt eine ganze Weile. Also ich feiere das Teil. Und ich feiere nicht, dass die alle... Hä, die kommen immer alle auf einmal. Das ist voll okay. Hätte ich keine Rüstung, hätte ich keine Chance gehabt in der Situation. Voll gesandwiched. Spawnen die alle von hier? Das kann natürlich sein, dass die von hier kommen. Dann wäre das Problem jetzt gelöst. So, der eine oder andere ahnt sicher, was das hier werden soll. Ich will einen Baum anpflanzen, weil ich Holz brauche für die ganzen Kisten und so weiter. Deswegen können wir hier auch direkt ein paar Bäume anpflanzen. Und an sich kann man sich dann immer mit Holzhacken beschäftigen, während man hier auf die Farm wartet und so weiter. Deswegen, ja. Was geht denn hier ab? Aha. Okay. Ach, da ist wieder ein Zombie, okay. Where did you come from? Where did you go? So, jetzt haben wir auch langsam ein paar Leute. Jetzt geht's nochmal zurück zu den Kühen und dann haben wir den Server langsam mal wieder auf Trab, würde ich sagen. Jetzt wird schon mal hier dazu CPU. Oh, okay, krass, wir sind jetzt schon bei fast 60. Das weiß ich noch nicht, ob das an den Leuten lag, die kamen, oder an den Mobs. Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Okay, dann schauen wir mal. Mission der Folge ist natürlich... Ich weiß nicht, ob ich das in einer Folge schaffe. Ich kann natürlich auch eine super lange Folge machen, aber ich glaube, irgendwann ist meine Festplatte voll. Die ist auch
hart am Limit. Deswegen muss man mal schauen. Ob wir es schaffen in der Folge. Es gibt natürlich kein Video, was ausgeht und somit eine Zeitgrenze hat. Dann ja, muss ich einfach nach Gefühl machen. Haha, Zeitgefühl. Okay, nice. Jetzt haben wir noch einen Spieler. Oh, okay. Wir gehen schon auf die 70 zu. Sind das echt die Spieler, die so viel machen? Ja gut, es wird halt für jeden Spieler nochmal was berechnet, werden die Chunks geladen. Aber die sind ja alle in der Nähe. Ja. Schreibt man das so? Habe ich hier echt schon alle Weizen verballert? Ja, krass. Ja, 79, 80. Okay, krass. Ja, aber dann, also, wenn selbst der Gaming-Laptop hier schon in die Knie gezogen wird, dann wage ich es echt zu bezweifeln, dass man einen Vanilla-Minecraft-Server echt anarchiemäßig im großen Stil betreiben kann. Es wäre natürlich schade, wenn das nicht geht. Ja, somit wären diese 100 Folgen Werbevideo ja fast für die Katz. Ja, blöd, ich weiß, aber man kann auch einen aus Holz machen, aber das war jetzt blöd. Okay, weil da muss ich den Server wohl dicht machen. Beziehungsweise ja, wäre dann unspielbar, wenn ich ihn nicht. Ja, keine Ahnung. Ah. Dass jeder hier ein Bett hat. Naja, ich bin's leid, hier den netten Bettmensch zu machen. Leute, geht einfach unter die Erde. Was ist mit euch? Ja, dachte ich mir schon, die Leute, die gerade neu gejoint sind, haben keine Sachen. Okay, 77, also wir sind nicht hochgestiegen auf 90. Das ist doch schon mal was. Schaffen wir noch diese Episode hier auf Volllast zu gehen, oder? Was sagt ihr? Aber an sich, also wenn man sich mal meine ganzen CPU-Kerne anschaut, meine Gesamt-Usage, da steht das sicher irgendwo, die sieht voll okay aus. Also vielleicht einer der Kerne ist so ein bisschen über 50% immer ausgelastet von der Nacht, aber die restlichen idlen so rum. Also deswegen denke ich, da sollte noch Luft nach sollte ein Glück sein. Und wieso geht der Scheiß nicht? Leckt der Server schon? Oh Gott, nein, die Hühner sterben. Ja, man darf halt nicht mit Seeds da rumstehen. Das ist ja natürlich fatal. Ich brauche wahrscheinlich doch noch deutlich mehr Weizen, um so viele Kühe wieder zu bekommen. Und wahrscheinlich hätte es fast mehr Sinn gemacht, um Sachen im großen Stil zu halten, das Hühnergehege einfach zu vergrößern. Aber Hühner sterben immer so schnell weg, wenn man die im größeren Stil hält. Das ist das Problem. Also da bräuchte man schon ein sehr, sehr großes Gehege, so ein großes Gehege wie hier. Da sind Kühe einfach geiler. Aber
hätte man schneller hochpumpen können, natürlich. Okay, also ich brauche schon noch zwei, drei Stacks Weizen. Wenn es hier so weitergeht. Fertig hier. 87% sind wir momentan. Jetzt bei 78, okay. Also über die 100 sind wir noch nicht gekommen, aber das kriegen wir noch hin. Ich hoffe, die Leute bleiben da. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar mehr Leute online, wenn wir ganz lucky sind, aber eigentlich ist das so der momentane maximalen Spielerstand. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich sollte am besten eh eigentlich mal recherchieren, wie man so eine Lag-Maschine baut und mal schauen. Und damit mal einen Performance-Test machen. Oder mit Flyhack die Welt laden und sowas. Aber ich habe echt keinen Bock, mir einen Flyhack runterzuladen oder irgendeinen nicht offiziellen Client. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber so eine Lag-Maschine könnte man schon mal bauen, um zu schauen, wie schnell man so einen Server platt machen kann als einzelne Person, also mit mehreren Leuten hier, hat der Server natürlich immer noch mehr zu kämpfen. Ja, ich denke, die Kühe brauchen noch ein bisschen Delay, bevor man da wieder besser durchgehen kann. Okay, ich würde gerne die Pigments töten, aber ich denke, es ist keine gute Idee für den Performance-Test. Efficiency 3. Ich will den Efficiency 3-Fluch. Sieht so aus. Ja, Unbreaking. Ich sag's euch, Enchanten ist halt echt so eine Lacksache. Ja, Fortune, nicht schlecht. Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper, weil der so hoch war. Aber. War das schon laggy? Sind wir schon? Sind wir 80%? Nee, der reagiert noch schnell genug. Nee. Noch ist die Spielexperience ist perfekt. PvP-Skills. Okay. Yeah, wir haben echt tatsächlich geschafft, noch mehr Leute hier rauszubekommen. 83, okay. Fortune 2. Ja.
Ist eigentlich useless, weil ich will Fortune 3, aber die kann ich ja mal als so normale Pickaxe verwenden, ne? Als einfach so, um Sachen abzubauen. Dann habe ich jetzt hier drei Fortune 3er. Ja, brauchst da fast kein Mending, ne? Aber Mending wäre halt, wäre schon noch mal, wäre noch schöner. Aber da ich eh wieder sterbe, ist wahrscheinlich ohne Mending fast besser, und alles 17 Mal zu haben. Okay. Ja, also so viel Zeug kann ich eh nicht mitnehmen. Deswegen keine Ahnung, was ich hier noch entscharte. Dezent nervig. Holzkiste, die Samen und so. Ja, von hier können halt Mobs reinkommen. Das ist nachschauen hier, was ach krass, okay, ich habe noch 11 GB verfügbar und davor waren es 16, sprich ja, also ich kann noch mindestens doppelt so lange aufnehmen, also die Festplatte wird nicht das Limit sein, weil solange halte ich nicht mal mehr aus hier. ja, das ist doch perfekt. Okay. Das schaffen wir noch. Ja, 92. 122. Okay, noch ein. Ja, das ist ja krass, dass jetzt hier so viele Leute joinen. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. Ja. Okay. Also es spielt sich noch gut. Die Experience ist akzeptabel. Also die Kühe sind noch nicht so hoch skaliert, wie ich mir das gedacht habe als schöne Benchmark. Aber momentan kann man sich überhaupt nicht beschweren. Also der Server muss hier schon einiges handeln und handelt es gut. Also ein bisschen kann man Minecraft schon auslasten, wenn man einen fetten Gaming-Laptop hat. Und der ist jetzt auch nicht super neu, ne? Also es ist einer von was ist das, 2017, 18 oder so? Also mittlerweile sind ja 8 Cores schon, also 8 Threads schon sehr veraltet. Also was auch immer in HTOP angezeigt wird, ich glaube, das sind die Threads. Also wenn man Hyper-Threading hat oder so, dann hast du die Anzahl der virtuellen Cores sozusagen.
und virtuelle 8 Cores kriegst du eigentlich heute nicht mehr in einem Gaming-Rechner, soweit ich weiß. Und trotzdem handelt der das noch gut. Also, ja. Ja, vielleicht hole ich mir echt mal irgendwie eine Server-Hardware und einen Server-Prozessor mit. Ach, noch einer. Okay, das haben wir jetzt haben wir echt einen Spieler-High. Und er ist immer noch unter 100. Ja, okay, jetzt 110. Wir haben echt eine Spieler-High jetzt bekommen. Das ist natürlich super handy hier für unser Benchmarking. Das ist ja fast wie geplant. Fast wie geplant. Ja, läuft gut. Läuft gut, der Server. Ja. Also wir haben ja 20 Slots momentan. Ich habe auch überlegt, mal 50 reinzumachen, aber ich denke, 20 ist ein gutes... ist eine gute Zahl. Also da der Server hier self-hosted ist, ich meine viele, keine Ahnung, wer hier gerade meine Zuschauer sind, aber wenn ihr irgendwelche Hoster kennt, wie, keine Ahnung, Nitrado, wie auch immer die heißen, war ich lange Zeit lang, gut, dass ich den Namen vergessen habe, oder Zap-Hosting oder wer auch immer, also wo man halt wirklich Minecraft-Server kauft, da zahlt man meistens für die Slots, also man zahlt mehr, wenn man mehr Slots will. Das ist in meinem Fall nicht so, da ich den Server hier auf meinem eigenen Laptop oder eben auf einem Linux-Server laufen lassen. Da kann ich eben selber einstellen, wie viele Slots ich haben will. Aber das sollte natürlich mit einem gewissen gesunden Menschenverstand gemacht werden, weil naja, sonst meine CPU echt platt geht. Und wie man hier sieht, ich bin jetzt schon bei 100%, also wenn wir jetzt hier nochmal doppelt so viele Leute online hätten und wenn vielleicht noch irgendjemand anderes so krass wie ich hier abgeht und irgendwie eine fette Kuh, eine fette Hühner und eine Goldfarm hier am Start hat in seinem Chunk, dann, naja, dann war es das, glaube ich, mit dem Server. Aber ich will mal sehen, ab wann er wirklich hier schlapp macht, bevor ich hier sage, wie viel er handeln kann. Deswegen, ja, mal sehen. Bin ich gespannt, ob wir das in der Folge noch schaffen. Mein Laptop, auf dem ich hier spiele, kämpft schon wahrscheinlich wegen den ganzen Mobs, die er hier laden muss auch. Aber mein Server-Laptop ist noch schnurrt noch leise. Und man sieht auch von der totalen Auslastung her geht's gut klar. Also ich könnte sicher noch ohne Probleme nebenbei irgendwas laufen lassen, ohne dass das irgendwie kurz kommt. Ich habe sie ja noch hier. Ich würde mal so sagen, ja, eigentlich nur ein Prozessor ist auf 90% oder 2 auf 40, wechselt natürlich schnell, aber eigentlich habe ich 7 bis 6 Prozessoren im Idle oder Threads, virtuelle Prozessoren, virtuelle Kerne, wie auch immer man den Spaß nennt. Ne? Aber es ist halt die Frage, wie gut... Minecraft sich auf all diese Rechenleistung ausbreiten kann. Dies und vieles mehr sehen Sie noch in dieser Episode. Okay, die ist platt. Dann machen wir die Fortune zweimal platt. Oder was haben wir hier? Naja, die SigTouch brauche ich hier noch. Ja, schon gut, dass ich die ganzen Pickaxes entschattet habe, weil ich keine Mending Pickaxe habe. Tunnel. Ach nee, das ist das.
Ja, krass. Und wir haben so wenig Rage-Quitter jetzt in letzter Zeit, weil die meisten Leute, die hier vorbeischauen, die bleiben ja nicht lange da. Also in der Regel nicht länger als 1, 2 Minuten. Und dann sind die neuen Joiner weg, außer ganz selten. Ich würde sagen, jeder vierte, fünfte, sechste bleibt nur hier. Und deswegen war das sehr lucky, dass all diese Leute hier so lange geblieben sind. Ich hoffe natürlich nicht, dass kurz vor meinem hier Performance Limit alle gehen, damit ich das gut testen kann. Sollte ich mich natürlich beeilen. Ich schaue am besten direkt nochmal zurück zu den Kühen, die sich jetzt sicher beruhigt haben. Schauen wir mal, wie die Mob Experience ist. Ja, immer noch hier Response Time 0 Sekunden. Läuft butterweich alles. Meine Frames nicht so. Oh, okay, 50 Frames. Ja gut, Zahlen sagen natürlich immer nichts aus, ne? Also ich merke schon leichte Performance-Einbrüche hier. Es ist noch gut spielbar, aber perfekt ist es nicht. Aber ganz minimal, also. Es kann auch nur sein, dass bei mir wieder im Hintergrund irgendein Cleaner-Prozess. Ach, das glaubst du ja wohl kaum, dass hier noch einer joint. Irgendein Cleaner-Prozess läuft oder so. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Okay, aber ich sag's euch, Leute, jetzt wird gleich jemand leaven. Also, das sind ja abnormale Spielerzahlen. Gibt's hier den List-Command? Gibt's. 8 von 20. Okay, wir haben fast die Hälfte der Slots hier ausgefüllt. Was sagt die CPU? Ja, chillt jetzt so bei 100. Ich frage mich auch, ob der Server mehr CPU braucht, je länger er läuft. Ob es da irgendwelche. Ist CPU-Leak überhaupt ein Ding? Nicht wirklich. Aber jetzt sehen wir, der virtuelle Arbeitsspeicher ist auf 10 hochgegangen. Von 9. Kann das sein, dass ich Minecraft da mehr grabben kann? Eigentlich spezifiziert man doch da, wie viel. Noch einer joint, also jetzt geht's aber los hier, also Leute. Okay, was habe ich gesagt? Dreimal Kühe und das war jetzt eigentlich schon das, ist jetzt eigentlich schon das dritte Mal, aber das eine. Ja, das eine Mal war jetzt kein volles Mal, das will ich jetzt nicht mitzählen. Das war nur so ein halbes Mal. Das heißt, eigentlich nach dem nächsten Mal hier durchrasieren mit den Kühen, sollten wir unser. Die gewünschte Masse erreicht haben. Wenn der Server dann immer noch läuft, ist gut. Auf eine gewisse Weise. Aber natürlich wäre das Ziel, den Server ganz in die Knie zu zwingen. Oder beziehungsweise nicht ganz in die Knie, beziehungsweise so, dass man es spürt. Dass man halt spürt, aha, der Server kämpft. Wahrscheinlich joint noch jemand, anstatt dass jemand lief. Das glaubst du ja nicht. 140 hatten wir gerade. Wir hatten gerade einen Peak. Ah, okay, jetzt ist jemand weg. Wir hatten einen 140er Peak. Okay, aber jetzt ist natürlich ein Spieler wieder weg. Ich sollte es natürlich ein bisschen sanfter alles machen. Ne? 120. Mal sehen. Ja, nee, instant. Ich habe das Gefühl, dass man es bei den Mobs als erstes merkt, wenn man die schlägt, dass es das ein bisschen verzögert ist. Aber ich bin auch kein Minecraft-Benchmarking-Experte. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwas in Minecraft benchmarke. Da gibt es wahrscheinlich auch bessere Methoden, als hier ein paar Kühe zu züchten und
dann in HTOP den Prozess zu beobachten, aber ich nehme an, es ist besser als nichts. Oh, 200. Leute, 200. Wir hatten gerade einen Peak auf 200. Okay, aber es läuft ja noch. Okay, es hat sich jetzt wieder normalisiert auf 100, aber das war ja krass. Was ist denn da passiert? Ein Peak auf 200. Ich nehme auch an, dass. Also, wir sind jetzt auf dem Wert, auf dem mein Kartoffelserver im Rechenzentrum eigentlich die ganze Zeit so läuft. Auch noch gut. Ich frage mich, ob der Server hier zu den ähnlichen Werten einknicken wird oder ob der Laptop hier auch zu den ähnlichen Werten einknicken wird. Oder ob der vielleicht sogar noch länger durchhält, weil er eine bessere Single-Core-Performance hat. Ja, das werden wir jetzt sehen. Wie weit wir da gehen können. Eigentlich sind gedroppte Items natürlich auch immer ein guter Performance-Eater. Ne? Jetzt sollte ich irgendwo ein paar Items hindroppen. Aber hier ist kein Wort drauf, weil die spawnen dann wieder und so. Das dauert wahrscheinlich eh lange, bis ich das noch schaffe. Und bis dahin, wenn da alle wieder despawned sind, dann macht das nicht viel Sinn. Zu den Hühnern. Okay, also hat sich jetzt wohl bei 100 stabilisiert schon seit einer Zeit. Jetzt gibt es da nicht mehr Hühner. Friss Performance. Da juckt den Server nicht. Zeit. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass jeden Moment alle Leute wieder weg sein können. Deswegen bin ich ein bisschen im Zeitstress hier mit den Kühen. Gigs könnte ich auch mal nachentscharfen. Eine Schaufel auch. Ja, eigentlich sollte ich hier die Decke intakt lassen, oder? Es macht ja keinen Sinn, das hier. Ja, oder wieso nicht? Kann man auch offen haben. Okay, ja, jetzt gehen die Spielerzahlen wieder zurück, wie schon gedacht, aber ich glaube kaum, dass jetzt noch mehr Leute wieder beitreten werden. Auf so irgendeiner Serverliste, wo ich den Server eingetragen habe, ist gerade ein Durchbruch passiert. Ich weiß nicht, oder ist gerade Stoßzeit? Wie viel Uhr haben wir? 8. Ich frage mich, ob man diese Nachrichten ausmachen kann. Von diesen Advancements, Achievements.
was auch immer, Mens. Weil gerade wenn dann ja gut, muss sagen, haha, der Server, also der Rechner, auf dem der Server läuft, ist halt so 2 Zentimeter von meinem Laptop. Lol. Aber es wird natürlich über das Rechenzentrum geroutet. Also rein theoretisch bin ich genauso weit weg vom Server wie alle anderen auch. Voll lustig eigentlich. Obwohl er hier steht, die Hardware. Also die haben wohl eher Internet-Lags und nicht hier Server-Performance-Lags. Wobei ich natürlich auch noch kein Experte bin, um da die Unterschiede zu erkennen. Aber naja, wenn halt so Blöcke langsam aufdroppen und so, das ist Silverfish. Es ist meistens ein Zeichen dafür, dass es die CPU vom Server ist und nicht die Internetverbindung. Mann, was habe ich schon wieder hier von Riesenloch rausgehoben? Das gibt's ja nicht. Immer wieder dasselbe hier. Naja, jetzt gehen die Spielerzahlen wieder zurück. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ich hoffe, meine Kühe können die Spieler ersetzen. Und wir schaffen es hier noch innerhalb der nächsten paar Minuten. Paar Minuten klingt so kurz, aber ich meine halt innerhalb der nächsten paar Zeiteinheiten, die noch unter Stunden sind. Also mit paar Minuten vielleicht noch eine halbe Stunde maximal und dann bin ich aber auch raus hier. Es wird auf jeden Fall ein Spaß, das Video hochzuladen. Aber hey, mein Internet hier ist anders dope. Also, oder ich habe auch das Gefühl, dass allgemein YouTube-Uploading schneller geworden ist. Oder all meine Internetleitungen besser, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß noch, wie ich früher an 10, 20 Minuten Videos stundenlang hochgeladen habe. Und jetzt kann ich hier Stunden Videos in 10, 20 Minuten hochladen. Also, das ist echt krass, was da passiert ist. Chillt dann alles irgendwo auf Googles Festplatten vor sich hin. All diese Stunden an Material, die sich wirklich niemand anschauen wird. Aber ja, was schon eine Umweltverschmutzung, die ich hier betreibe. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich denke, es hält sich noch im Maßen. Die 10, 20 Gigabyte, die ich hier irgendwo auf Google Server lagere, sind wahrscheinlich noch im Rahmen. Ja gut, das sind vielleicht nicht 10, 20, sagen wir 1 Gigabyte pro Folge und wir haben schon 100 Folgen. Aber es sind noch nicht mal ein Terabyte. Und ein Terabyte ist auch so flupp weg bei Google. Sowieso, also ich meine allgemein deren gesamte Serverauslastung und Datenmengen, die die haben, da brauche ich mich eigentlich nicht mit vergleichen. Aber klar, das läppert sich. Das besteht ja aus lauter kleinen einzelnen Usern wie mir, die das dann akkumulieren. Sagt man das so? Bisschen schlecht fühle ich mich auch, aber ein bisschen lächerlich fühle ich mich auch dafür, dass ich mich schlecht fühle. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich habe gar nicht nachgepflanzt. Ich frage mich, ob die zusammenspielen, weil die sind ja doch alle irgendwie spawnen, hier gleichzeitig gespawnt. Die so ein Team-Ding machen, ohne zu chatten, aber ich glaube kaum. Ich glaube, jeder guckt da für sich alleine rum. Flup, 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 flup.
Ja, also irgendwie habe ich schon so viele Sachen, auch wertvolle Sachen hier angesammelt, die ich nicht mehr mitnehmen werden kann. In meinem Inventar einfach aus Platzgründen. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann handle. Da kann ich jetzt gut dann alle Kisten durchsuchen, nach wertvollen Sachen schauen. Es wird ein Spaß, wenn ich weiter erzähle. Ich sehe mich schon am Ende einfach alles hier liegen lassen und denken, ja, ich komme hier wieder. Boah, wenn hier ein Creeper hochgehen würde, das wäre echt blöd. Vielleicht sollte ich das ausleuchten und das einfach mal zumachen. Weil das wäre echt ungünstig. Das wäre tatsächlich eine Unannehmlichkeit. Sollte ich hier auch diese Pistenkonstruktion bauen, überlege ich mir gerade. Als extra Schutz. Das Gefühl, dass es stagniert, wenn man da nicht mal reinschlägt, aber es macht ja einfach gar keinen Sinn, dieser Gedankengang. Also das wird hier langsam aber sicher immer mehr Leistung vom Server fressen, diese Farm. Ja, am Ende braucht es halt doch echt Entity Cramming. Ist Entity Cramming ein Plugin oder? Ich muss mich echt mal ein bisschen schlau machen, wie man, was man aus Vanilla alles an Konfigurationen rausholen kann, um dann einen Anarchie-Server gut laufen zu lassen. Ja, hier sind keine Samplings, so viel dazu. Ach krass, tatsächlich noch ein Spieler ein bisschen Eisen hier investieren, um die Golems in jedem Stockwerk zu machen. Das Gefühl, wir haben wieder einen sehr großen deutschen Anteil hier. Das ist natürlich schade, aber da der Server halt in Deutschland gehostet ist, wenn ich das immer über die ganzen Serverlisten angegeben habe, ist das natürlich einen deutschen Finger hier irgendwie. Kriegt man da noch einen in die Mitte? Ja, klar, da kriegt man noch einen in die Mitte. Wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts, oder? Ja, stupid. Shorts fired. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen Dirt minen. Bisschen Dirt farmen. Oh boy. Also, das ist echt ein Chat-Spam. Stellt euch mal vor, wenn es da mehr Spieler gäbe. Also wirklich mehr Spieler. Dann würde es den. Und gerade wenn man halt einen Server hat mit vielen Spielern, dann hat man auch deutlich mehr neue Spieler. Und wo bin ich denn hier gelandet? Und ja, dann wäre der Chat ja polluted davon. Also das muss man ja ausmachen können ohne Plugins, oder? Hier ist überall kein Dirt. Das gibt's ja nicht.
Ukrainien. Da haben wir doch mal was. Haben wir eigentlich noch irgendwo ein paar Diamanten vergessen? Locker, oder? Es würde mich natürlich auch interessieren, wo die Leute herkommen. Für Werbezwecke, wo ich meinen Fokus drauf legen werde. Ich bezweifle, dass Leute von diesen Werbevideos kommen, die ich hier die ganze Zeit drehe. Aber ich drehe sie trotzdem, weil ich das Gefühl habe, dass diese Werbevideos halt einen gewissen Langzeiteffekt haben. Im Vergleich zu diesen Serverlisten, die eventuell mal down gehen könnten und so weiter, hoffe ich, dass, keine Ahnung, YouTube mich dann doch hier und da mal irgendwo vorschlägt. Ja. Ja, das war eigentlich schon das dritte Mal, mit dem ich viele Kühe erzeugen wollte. Jetzt offiziell, aber nee, wir sind immer noch nicht bei stabilen über 100, sondern wir sind immer noch bei stabilen 100. Interessant, interessant. Was suche ich eigentlich dort? Ja, ne? Hier. Ich will nicht so hoch. Wieso ich überhaupt noch Slime farme. Früher habe ich immer alle Slimes getötet, die ich gefunden habe mit dem Looting-Schwert, weil ich halt so den Slime gebraucht habe. Aber ich meine mittlerweile, oder ich bin Slime-rich. Slime-rich as fuck. So, haben wir mal ein paar Skelette hier, ein paar Knochen. Oh, der Kohleflex. Okay. Ja, ich würde richtig gerne einfach mal diese Dinger hier abfarmen, weil das ist so verlockend. Aber das würde den Server ja entlasten, das wollen wir nicht. Ich denke, es geht schnell nochmal zu den Hühnern. Glaubt ihr, dass die anderen das schon spüren, bevor ich das spüre? Nee, oder? Das ist doch Schwachsinn, weil bei mir alles noch butterweich läuft, dann können die anderen ja keine Lags haben, oder? Also keine. Ja. Nee, also keine Lags halt von der Server-Performance haben. Mehr Hühner! Mehr Hühner! Natürlich mehr Kühe auch. Komm schon, Leute. Stirb, Server. Nee, eigentlich ist es ja gut, dass der Server so viel aushält. Keine Frage, aber ich wüsste gerne das Limit. Thank you.
ist eine Slime-Farm, eine Chicken-Farm, eine Kuh-Farm und eine Pigment-Farm. Rar. Was willst du mehr? Server, stirb! Stirb! Oh Mann, ey. Leute, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich pack's nicht. Ich brauch mal eine Pause und das war's dann mit dieser Episode. Wir haben es nicht geschafft. Vielleicht hänge ich später noch eine Episode dran oder mach off-camera ein bisschen weiter. Aber der Server wird noch in die Knie gezwungen, aber nicht mehr in dieser Folge. Entgegen aller Erwartungen. Und mit aller meine ich meine. Und sonst ist ja eh niemand hier anwesend, nehme ich an. Haha, lol. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge dieser Dauerwerbesendung. Tschüssi.